Zirkus! Bravissimo! Frühstück! Der Zirkus ist in der Stadt. Vor der Generalprobe stärken sich die jungen Artisten bei einem gemeinsamen Frühstück und bekommen letzte Instruktionen. Und dann geht es an die Vorbereitungen, denn für den reibungslosen Ablauf der Show muss alles an seinem Platz sein. Es ist ein Gewusel von großen und kleinen Menschen. Doch die Handgriffe sitzen, genauso wie am Ende die Frisur der achtjährigen Alaya. Ich mache das mit Absicht mit altersheterogenen Gruppen und habe Kinder wirklich zwischen 8 und 17 Jahren an Teilnehmern und dann noch ältere Teamer. Und das ist so ein schönes Zusammenspiel, wie die sich ergänzen und befruchten und sonst wie und wie die Großen sich um die Kleinen kümmern. Die Zirkus- und Erlebniswoche ist ein Sommerferienangebot des Evangelischen Kinder- und Jugendwerks Heidelberg. 5 Tage lang leben die Kinder und Jugendlichen unter einem Dach, probieren sich in verschiedenen Zirkuskünsten und erarbeiten eine komplette Vorstellung. 2/3 der Teilnehmenden haben schon öfter Zirkus gemacht. Melia ist zum ersten Mal dabei und führt als Moderatorin durchs Programm. Schön, dass ihr trotz Corona zu unserer Show gekommen seid. Das ist das erste Mal, dass wir uns auch über weniger Publikum freuen. Die herausforderndste Nummer für die 12-Jährige liegt allerdings noch vor ihr. Das ist eine große rote Kugel, aber man muss auf ihr ausbalancieren. Und man muss halt die ganze Zeit tippeln, damit man nicht runterfällt. Und das wird anstrengend nach einer Zeit. Und wir laufen da ja durch Ringe oder springen Seil auf den Kugeln und das ist dann ganz schön anstrengend. Anstrengung gehört in der zirkuspädagogischen Arbeit von Peter Böhme durchaus zum Konzept. Er möchte dazu ermuntern und ermutigen, die eigene Komfortzone zu verlassen. Denn jede und jeder Einzelne soll im Laufe der Woche an der Herausforderung und über sich selbst hinauswachsen. Ganz viele Kinder trauen sich Dinge nicht und schätzen sich geringer und kleiner ein, als sie sind und merken dann, was sie alles können. Natürlich merken die auch, sie brauchen ein bisschen Fleiß, sie brauchen ein bisschen Geduld, sie brauchen ein bisschen Ausdauer. Aber mit dem, dass sie auf was hinarbeiten, können die alle was Tolles schaffen und freuen sich dann total, dass sie was geschafft haben, was sie vorher gar nicht gedacht hätten. Zu den Grundsätzen der Zirkusschule gehöre es, sich am Schluss nicht mit den anderen, sondern mit sich selbst zu Beginn der Woche zu vergleichen und sich gegenseitig im Gelingen und im Scheitern zu begleiten. Wobei das Gelingen des Auftritts am letzten Tag dem Zirkuspädagogen durchaus ein persönliches Anliegen ist. Als Artist tritt er gemeinsam mit der ganzen Gruppe auf und möchte auch den entsprechenden Ehrgeiz an die Nachwuchsartisten weitergeben. Wir wollen schon am Ende was schaffen, wo die Kinder einen echten Applaus kriegen. Also ich möchte nicht einen Mitleidsapplaus, dass die Eltern klatschen, ja, das ist ja mein Kind, sondern ich möchte, dass die Kinder einen echten Applaus kriegen. Und das spüren die Kinder, das spüren die ganz gut. Und um die da hinzukriegen, naja, das geht nicht immer nur mit du, dai, dai, dai. Da muss man auch mal sagen, so, ja, das machen wir jetzt noch mal und das kannst du besser. Noch vor 5 Tagen konnte sich Melia unter Ball noch nicht mal etwas vorstellen. Jetzt hält sie scheinbar mühelos das Gleichgewicht auf dem instabilen Untersatz und macht dabei nicht nur eine ziemlich gute Figur, sondern auch noch kleine Kunststücke. Trotzdem muss sie sich auf die anderen verlassen können, die sie erst seit wenigen Tagen kennt. Das ist mir sehr leicht gefallen, weil ich halt wusste, dass sie mich fangen, wenn ich runterfalle oder dass sie mich irgendwie halten, weil die meisten ja schon öfters hier waren und wissen, was man macht, wenn man runterfällt. Nach über 2 Stunden geht die Generalprobe zu Ende. Es war anstrengend in der prallen Sonne und die Gruppe ist hungrig. Doch von diesen Strapazen werden die Zuschauer nachher nichts mehr spüren, wenn alle ihr Bestes geben und es heißt, Manege frei für den Zirkus Fanissimo.